Jesus erklärt: Dimensionen und Zeit im Himmel, ewiges Leben, Leiden und Belohnungen. 30. August 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Segen des Herrn sei mit euch, Herzbewohner. Während der Anbetung heute Abend hatte ich Visionen von dem Herrn auf seinem wunderschönen weißen Pferd, zusammen mit mir. Ich saß hinter ihm auf dem Pferd und meine Arme waren um seine Taille gelegt, während wir in den Innenhof des Palastes ritten. Als ich mich setzte, um seiner Stimme zuzuhören, teilte ich dies mit ihm und er antwortete und sagte: Träume deine Träume, meine Geliebte. Eines Tages in naher Zukunft werde ich dich gewiss zu mir auf mein Pferd schwingen und dich mit mir ins Paradies mitnehmen. Da ist nichts falsch an diesen Visionen. Vielmehr sind sie eine Inspiration für dich, ein heiliges Leben zu führen, bis ich für dich komme. Wie wunderbar sind die Füße jener, die die frohe Botschaft mit sich bringen. Meine Liebe, eines Tages werden wir die Palaststufen hinaufsteigen und du wirst deinen rechtmäßigen Platz neben mir im Thronsaal einnehmen. Bis dann träume alles, was du willst. Wer denkst du, inspiriert jene Träume sowieso? Ich möchte, dass du immer mehr über deine Belohnung nachdenkst, während die Zeiten dunkler werden. Auch jetzt, wo die Dunkelheit zunimmt, ist es gut, deine Gedanken auf himmlische Dinge zu fokussieren und auf das, was ich dir versprochen habe. Niemals endende Energie, Inspiration ohne Frustration, deine Ziele mit Leichtigkeit vollendend, immer fröhliche Gesichter um dich. Ein freudiges Leben zu leben, wird so einfach sein wie atmen. Es wird keinen Augenblick geben, wo nicht in irgendeiner Form Ehre und Lob für mich ausgedrückt wird. Eine fortwährende, rund um die Uhr Anbetung. Jesus, Menschen sagen, dass es im Himmel keine Zeit gibt. Er lachte. Woher haben Sie jene Vorstellung? Sagte ich nicht, ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, welches ist und war und kommt, der Allmächtige? In jenem Vers allein wird Zeit zweimal angesprochen. Wie kann da ein Anfang und ein Ende sein, ohne etwas dazwischen? Wie kann es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft geben? Zeit existiert im Himmel, aber die Dimensionen rotieren. Ich dachte bei mir, oh je, dies wird zu schwierig für mich, dem zu folgen. Er korrigierte mich und sagte: Hör einfach zu und vielleicht wird es nicht so sein. Versuch es mal. Nur weil ich dir nicht das komplette Konzept in Gedankenform enthüllt habe, bedeutet dies nicht, dass es nicht real ist und du es nicht verstehen kannst. Hör aufmerksam zu und ich werde es so erklären, dass du es verstehen kannst. Wenn ich sage, dass Dimensionen rotieren, meine ich, dass verschiedene Zeiten an Bedeutung zunehmen und abnehmen. Da gibt es so viele verschiedene Dimensionen im Himmel. Du kannst nicht einmal anfangen, sie zu zählen. Jede Lebensform, die ich jemals erschuf, hat seine eigene Dimension. Der Ort, der von Bedeutung ist für deren Existenz. Und jede Dimension greift in andere Dimensionen über, damit das Muster eine einheitliche Existenz bildet. Ganz ähnlich wie eine Patchwork-Decke, wo jeder Bereich seine eigene einzigartige Form und Gestaltung hat, aber mit dem Ganzen verbunden ist.
Jeder Bereich erzählt eine Geschichte über seine individuelle Existenz und eine Geschichte über die gemeinsame Existenz. Genau wie du eine Kamera fokussierst, so werden verschiedene Äonen sichtbar. So wie es mein Wille ist, Leben und Aktivität existiert fortwährend. Aber was du siehst, hängt davon ab, was ich für dich so fokussiere, dass du es sehen kannst. Du meinst, die Zukunft existiert jetzt, aber es ist außerhalb meines Fokusbereiches? Das ist genau richtig. Aber das würde bedeuten, dass du das Datum der Entrückung kennst. Oh, warum wusste ich, dass du dies sagen würdest? Du hast geraten? Sehr lustig. Aber schau, ich habe der Limitation meines Vaters zugestimmt. Also kann ich das nicht sehen, verstehst du? Willst du mehr? Jesus, was immer du mit mir teilen willst, möchte ich gerne hören. Wenn ich sage, der Himmel ist eine ewig währende Freude, spreche ich von der Hülle der Ewigkeit, die mit dem Himmel verflochten ist und für die jeweilige Dimension einzigartig ist. Die Ewigkeit dauert für immer, richtig? Ja, in meiner Definition ja. Und das ist korrekt in deiner Wahrnehmung, weil im Himmel euer Blick auf die Ewigkeit fokussiert ist. Auf der Erde ist euer Blick auf den vergänglichen Augenblick fokussiert. Ein Grund, warum ihr im Himmel so fröhlich und glücklich seid, ist seine Fülle, seine konstante Ausdehnung und Freude, soweit das Auge sehen kann. Die ewig blühende Blume, während hier auf der Erde die Blume verwelkt und ein gewisser Zyklus von Leben und Tod in Bewegung gesetzt wurde von der Sünde, wenn die Sünde entfernt wird, ist das Leben ewig. Das Wesen, welches ich erschuf, ist unsterblich. Der Körper der Blume auf dieser Erde geht durch jenen Zyklus, weil sie der Sinnlosigkeit der Erde unterworfen ist. Aber im Himmel? Nein. Du meinst, dass jede Blume, die du jemals erschaffen hast, im Himmel ein ewiges Leben lebt? Genau. Wow. Das sind aber viele Blumen. Der Himmel ist ein riesiger Ort, der unzählbare Dimensionen beinhaltet, alle zusammengehalten durch meine Liebe und meine Freude. Nun, jetzt habe ich dich genug gefordert für heute Abend. Wie geht es dir, Claire? Du weißt, mein Herr, ich fühle mich nicht gut. Ja, Tochter, ich sehe deine Kämpfe. Weißt du, dass in diesem Moment Seelen zu mir kommen aufgrund dieses schwereren Kreuzes, das du trägst? Wirklich? Würde ich dich anlügen? Natürlich nicht. Ja, so ist es. Es tut mir leid, was du durchmachen musst, aber lass dich nicht entmutigen. Du trägst Früchte. Ich werde dich nahe bei meinem Herzen halten und dich trösten, mein Kind. Lass mich dich mit meiner Stärke ausstatten. Erlaube mir,
dich zu tragen, Claire. Erlaube es mir. In jenem Augenblick war ich inspiriert, das heilige Abendmahl zu empfangen. Aber ich fragte ihn, wie mache ich das? Wie lasse ich dich mich mit deiner Stärke ausstatten? Lass dieses Abendmahl in deinen ganzen Körper und dein ganzes Wesen aufgenommen werden, auf dass du gestärkt werden mögest dadurch. Und ich werde dich tragen, nicht in einer Weise, die du zwangsläufig wahrnehmen kannst, aber im Zurückblicken wirst du dich fragen, wie bin ich da durchgekommen? Du bist durchgekommen durch meine Kraft, die in deiner Schwäche perfektioniert ist. Und unser gemeinsames Abendmahl durchdrang deinen Körper mit himmlischer Stärke. Genieße jene Momente, wenn ich mich in deinem Wesen auflöse, meine Liebe. Und hier nur ganz kurz. Als ich das Abendmahl empfing, löste sich die kleine Hostie komplett auf, ohne dass ich wusste, wohin es ging. Ich habe das noch nie zuvor erlebt. Sie verschwand einfach. Es ging in jede Zelle deines Körpers, in jede Faser deines Seins. Oh, wie ich dich liebe! Ich weiß über dein Leiden Bescheid und dieses Kreuz erfreut mich. Also bitte, trage es mit mir, meine Liebe. Ich liebe dich, Jesus. Ich weiß, das kann man sehen. O meine geliebten Bräute, ich wünsche mir in diesem Augenblick, dass ich all eure Leiden lindern könnte. Aber ich kann euch stärken. Kommt zu mir im Abendmahl. Genießt meine Anwesenheit bei euch, während ihr das Abendmahl einnehmt und es auf eurer Zunge zergehen lässt. Ruht und fokussiert euch auf mich, da ich euch einen Teil meines eigenen Leibes gegeben habe, um euch in mein Ebenbild umzugestalten, was die Wohltätigkeit, den Mut und die Ausdauer betrifft. Wie lieblich ihr seid, meine ewigen Blüten, wie duftend euer Opfer um der Seelen willen. Hegt keine falschen Schuldgefühle, solltet ihr Gebete empfangen für eure Krankheiten und euch dann besser fühlen. In jenem Fall weiß ich, was das Beste für euch ist und ich wollte, dass es euch besser geht. Aber in jenen Fällen, wo euer Zustand nicht besser wird, denkt daran, wir vollbringen ein großes Werk zusammen. Ihr erweicht Herzen für mich durch euer Fastenopfer und ihr stärkt meine Arbeiter, die in den Feldern arbeiten. Ich weiß, dass es hart ist im Moment, weil ihr die Frucht nicht seht. Einige Dinge muss ich vor euch verbergen, damit ihr nicht stolz werdet. Aber werdet ihr mein Wort dafür nehmen? Werdet ihr mir glauben und wissen, dass ich Wohlgefallen habe an euch? Ja, Dunkelheit nimmt zu. Ja, die Dinge werden härter. Fast als ob man durch eine Erbsensuppe warten würde. Aber ich bin mit euch und werde nicht zulassen, dass ihr umkippt, wenn ihr nur zu mir kommt, um erneuert zu werden in der Anbetung und im Abendmahl. Geht jetzt, mein lieblicher Garten, eure duftenden Opfer erreichen den Thron meines Vaters im Himmel. Er entsendet Engel zu euch, auch eure Seufzer füreinander berühren sein Herz und bewegen ihn zum Mitgefühl. Ihr seid wunderschön, meine Bräute. Oh, ihr seid so wunderschön.